Ja. So, Leute. Hallo, ich bin Rainer von Buffet. Und was ihr da gerade gesehen habt, war Buffet Bus. Wir haben dieses Jahr als Neuerung auf dieser Holy Grail ein Linkshand-Multiscale dabei, auf den wir ganz stolz sind. Hier ist er. Wenn du gerade mal drauf hältst. Dieser Bass hat natürlich eine perfekte Spiegelung der Parts, die wir gemacht haben. Hardware, Pickups, stellen wir alles her. Und dieses Instrument hat einen Bruder, das ist das da hier. Rechtshand mit Maple Neck. Okay. Ebenholz Block Inlays. Beide in einem schönen roten Sparkle Finish. Hier geht es weiter mit einem wirklich auch sehr speziellen Instrument. Das ist eigentlich ein Penken, hat aber einen Headstock, also man kann sagen, es ist ein Capone. 18er Seitenabstand, diese Brücke ist möglicherweise Weltneuheit, eine einteilige Fanfret Right-Hand-Tuning-Bridge. Wer die auch schon mal gebaut hat, soll Bescheid sagen, dann nehme ich das zurück, okay? Dieses Instrument hat ein Vibo. Vibo ist auch eine Besonderheit, die haben wir letztes Jahr entwickelt. Das bedeutet, dass das Griffbrett an der G-Seite hier sehr gerade eingestellt ist. Also ganz, ganz gerade Seitenlage für die G-Seite. Das kann die ganz gut ab. Die H-Seite kann das aber nicht so gut ab und deswegen haben wir das Griffbrett unter der H-Seite mehr Bogen reingefräst. Und das Ganze interpoliert sich von der G-Seite zur H-Seite. Da reden wir von ungefähr 3 bis 4 Zehntel Millimeter. Ist aber ein Geheimnis. Okay. Hier ein Instrument, auf das wir auch sehr stolz sind. Das ist unser Remington Steel, der sich da so schön dreht. Stahlfretless, wie man sieht. Und dann als nächstes ein Herr Schwarz. Hier Edition Pantanal. Das ist ein einteiliger Eschenkorpus, Riegelesche, mit einer Zweifarbgebung, blau-grün. Dieser Bass hat auch ein Vibo und klingt ganz gut. Aber das müsste man eigentlich selber mal ausprobieren. Also kommt zur nächsten Gitarre-Show hier nach Berlin und nimmt mal so ein Ding in die Hand oder nimmt Kontakt mit uns auf. Wir schicken euch dann so ein Ding und dann könnt ihr selber mal eure Erfahrungen mit dem Film machen. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Gitarre, Bass ist geil.